Willkommen zurück zu den SBR 2 Videos. Eins möchte ich nochmal sagen. Ich habe ganz viele Videos, aber viele sind halt von Faith. Entweder kämpfe ich oder Licht gegen Faith. Natürlich habe ich auch noch andere Sachen da drauf. Mit Frido zum Beispiel, einige Matches zum Boss. Aber jetzt habe ich hier erstmal die ganzen Faith Sachen, weil die am letzten Tag noch aufgenommen wurden und die kommen halt jetzt erstmal als erstes. Kann ich nicht ändern, es sind gute Matches. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, nur ist halt sehr viel Faith jetzt. Er wird es abfeiern, weil ich so viel von ihm zeige, aber... Naja, es waren halt sehr viele Teilnehmer da, aber ich habe nicht Videomaterial zu jedem Teilnehmer. Entweder schickt mir noch einer Videomaterial oder halt nicht. Wenn nicht, dann kann ich sie ändern. Müssen wir beim nächsten SBR mal besser absprechen oder so. Es wird nicht jeder Kampf gespeichert. Wieder habe ich natürlich viel zu tun, aber ihr auch viel zum Anschauen. Und denke, es interessiert vielen. Naja, schade. Gerade die Light-Fights sind, glaube ich, nicht gespeichert worden. Das war ziemlich ärgerlich. Ich habe Light hier einmal zwei Stocks mit Sonic gezogen und Snow hat ihn einmal, zwar betrunken, geschlagen, aber war trotzdem mega, mega nice. So, jetzt geht's aber weiter hier. Natürlich mal wieder mit Faith. Faiths Schulk gegen Lichts Schulk. Das ist interessant, denn Licht spielt ja auch einen Schulk. Ihr habt ja schon seinen Monado-Kirby in Action gesehen und jetzt spielt er halt auch mal Schulk. Schulk, Ditto Hype! I'm really feeling it! This is the Monado's power! Ja, Licht meint ja immer, Schulk sagt, this is the Monado of power. Was stimmt denn nun? Die meisten waren der Meinung, dass Schulk sagt, this is the Monado's power. Bin ich auch der Meinung. Naja. Ah, Neutral Air Spacing, sehr schön bei Licht. Natürlich Faith wieder mit seiner Lieblings-Abi. Die macht das sehr gerne. Oh, Licht gehst du echt schon auf Shield? Das war bestimmt Miss Monado. Wurde aus dem Monado wahrscheinlich geschleudert und da war Schild gerade drin. Schmetterschlag ist ganz gut gewählt. 100% schnell aufbauen. Gegen Faith oben schnell wieder einen Ausgleich zu schaffen. Und wieder seine Abi. Ist mir gar nicht so oft gefallen, wo ich gegen ihn gekämpft habe, wo ich die Matches angeschaut habe. Das macht er echt sehr oft. Was ja nicht schlecht ist. Vor allen Dingen, wenn er trifft. Er trifft ja oft damit. Eieiei, schön, 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 schön. Der Jab an der Edge. Da fängt er ab mit der Abi. Heilige Scheiße, das war gut gemacht. Das habe ich so noch nie gesehen. Hat er einen schönen Lead. Und, naja. Ich wollte gerade sagen, er hat die Magic of 69, aber jetzt hat er 75%. Macht hier schon wieder sehr guten Schaden auf Licht. Schöne, schöne Follow-ups. Er hat hier auch Zerschmetter drin, also Buster. Und kriegt hier wirklich super schnell Schaden rein. Ne, Zerschmetter ist Buster ja nicht. Schmetterschlag, ne? Der Speed. Bei Licht. Ah, Licht benutzt Zerschmetter nicht so gerne, weil er ja dann auch schneller rausliegt. Hat er mir ja selber gesagt. An dieser Stelle wäre es, glaube ich, ganz nice gewesen. Ich bin selber kein Schulkspieler, aber so die Basics weiß ich halt auch. Ist doch Hype, ne? Hier auf der Gore-Ebene mit zwei Schulks. Jetzt geht er doch auf Zerschmettern. und er hätte es doch nicht machen sollen. Er hätte es doch nicht machen sollen. Das unterstreicht natürlich jetzt seine Einstellung, dass er Zerschmetter nicht nimmt. Nicht gern nimmt, nicht mag. Aber da natürlich super gewählt. 0%. Da zieht er dann keinen Nachteil aus Zerschmettern. Schmetterschlag, um schnell Schaden aufzubauen. Er leidet zwar auch schneller Schaden, aber er muss jetzt aufs Ganze gehen, um hier schnell den Ausgleich noch zu schaffen. Und hat auch ihn gerade gut in den Mangel. Heilig Scheiße! Licht hat die totale Stage Control, geil. Oh, das hat er sehr gut gemacht eben. Konter? Hat er auch noch nie benutzt, aber jetzt mal. Oh, random Up Smash. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, okay. Hätte ich lieber Forward Smash gemacht. Back Air. Oh, der F-Smash. Und der F-Smash killt. Heilige Scheiße. Der fasst den Ausgleich jetzt. Und die Tilts. Er hat den Ausgleich geschafft. Er hat aufgeholt. Licht, du Monster. Wow. Zwei sehr gute Schulks. Die machen ihren Job echt gut. Hätte sie ja das so gesagt. Gedacht, gesagt, lol.
Ja, Shulk ist echt ein kleiner Combo-Charakter, sieht man es mal wieder. Mit den ganzen Jumps und auch ein guter Comeback-Charakter, ey. Und es hat Licht, dass ich so schnell wieder aufholen können. Eieiei, hätte der F-Smash getroffen. Na, ja, wobei, ich glaube nicht, dass Licht gestorben wäre. Nee, 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 nee. Never ever. Ja, Slash. Oh, Konter. Ja, das... Da fällt... Alter, nice Abwehr. So schnell gekillt. Der Konter ist... Faith echt nicht drauf reingefallen. This is a good result. Ah, nice. Nice Schuld, Ditora. Sehr, sehr nice. Auch mit Lichts Comeback. Super gut gemacht von ihm. Schönes Mindset hat er. Das muss ich ihm lassen. Ein großes Lob an Licht. Er lässt sich echt nicht aus der Fassung bringen. Egal, wie stark er im Rückstand ist. Hätte ich mal so ein gutes Mindset. Naja, was soll's. Freunde, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat, das Schuld-Ditto. Und sehen wir uns wieder bei weiteren SBR 2 Matches im nächsten Video. Bis dann und ciao.